Es war sicher ein gutes Gefühl für mich. Ich habe 2 Tore gemacht, ja, und im Heimspiel war ja ein gutes Gefühl, aber ja, leider haben wir verloren und das ist das Schlechteste, weil wir sind in einer Situation, das ist nicht einfach. Ja, und wenn wir verlieren, du kannst nicht 100% froh sein. Wir müssen, ich habe gesagt, immer Spiel zu Spiel gehen, weil wir haben noch 10 Spiele, aber wir müssen denken, jedes Woche, wer kommt und nicht so viel denken, was passiert und mit der Maschine starten zu sagen, wie viele Punkte brauchen wir, wie viele Spiele müssen wir gewinnen. Wir müssen Spiel zu Spiel gehen, es kann viel verändern, haben Sie gesehen, Ingolstadt, Tabellenführer, haben wir einen Punkt geholt, gegen St. Pauli haben wir gewonnen, jetzt gegen Sandhausen haben wir verloren. Kann schnell gehen, nach oben oder nach unten, und wir müssen ja jede Woche vorbereitet sein für das Spiel. Ja, wir haben Fehler gemacht, das ist sicher. Wir haben 3 Tore gekriegt. 2 gegen Standards haben wir lange nicht Tore bekommen und haben ja dieses Spiel gekommen. Und wir müssen da gehen, wie gegen Ingolstadt. Und ich glaube, wir haben 3-4 Spiele Auswahl gespielt und haben wir gute Spiele gemacht. Und ja, das ist eine ähnliche Situation wie uns. Und ja, ich habe gesagt, wir müssen minimal einen Punkt. Ja, wir haben gegen den Besten der Rückrunde 2 Tore geschossen. Wir haben die noch nie geschossen. Nein, Spaß beiseite. Also was man mitnehmen kann, ist, dass wir besser Fußball gespielt haben, vor allem in der ersten Halbzeit. Dass wir immer gesagt haben, nur aufs Glück zu verlassen geht nicht. Wir müssen auch über sportliche Leistungen dahin kommen. Und erste Halbzeit war es von meiner Seite her, wie ich das gesehen habe, ein richtig gutes Spiel. Klar war die Durchschlagskraft nicht da, durch dass das auch Stefan Hein nachher noch sich verletzt hatte. Aber darauf können wir aufbauen. Und ja, verlieren dürfen es natürlich nicht durch 3 individuelle Fehler. Und solche Tore dürfen Profis nicht passieren. Diesmal hat das Gary gemacht, davor hat es Bandowski gemacht, ein Wolf. So viele haben wir noch nicht, so viele Torschützen, wenn Rubin nicht dabei ist. Wie gesagt, es schweißt mehr zusammen, es muss mehr zusammenschweißen, es geht nur gemeinsam. Und diesmal ist Gary in die Bresche gesprungen. Schade, dass es nicht gereicht hat für einen Punktgewinn. Wir haben noch genug Spieler, wenn Sie heute geguckt haben. Es waren jetzt 24, inklusive 3 Torhüter. Da wird es immer jemand dabei sein, der auch Tore macht. Ja, gut, als ich hier angefangen habe, waren wir auch auf diesem Platz. Und deswegen war es von Anfang an ganz klar, dass wir den 15. Platz behalten wollen, dass wir den einnehmen wollen. Man kann nicht davon ausgehen, dass man jetzt so großspurig ist und sagt, jetzt blicken wir gleich nach oben, wenn man den 15. Platz übernimmt. Wir wissen selber, wie schwer das ist, wenn man erstmal da unten drin steht. Wir haben gesagt, wir wollen von Spiel zu Spiel gucken, wir wollen Punkt für Punkt sammeln. Und wir haben jetzt noch 10 Spiele und wir müssen jetzt sehen, dass wir in die Spur reinkommen, dass wir unseren Schnitt irgendwo mit den Punkten halten, dass wir auf diesem Platz bleiben und vielleicht kommt auch irgendwann mal ein Lauf. Aber jetzt geht es erstmal nur darum, Punkt zu holen. Ja, durch das ganze Umfeld, durch unsere Fans, hat das schon allein wegen den Fans, die haben es einfach verdient, dass wir in der zweiten Liga bleiben und dass wir in Ruhe dann auch analysieren und dass wir in Ruhe auch dann die nächsten Jahre angehen. Aber entscheidend ist jetzt das ganze Umfeld hier und die Stadt selber. München braucht 2 Bundesligisten, gehe ich ganz fest von aus, und dafür wollen wir alles geben. Naja gut, welche Fehler müssen abgestellt werden? Diesmal waren es die Fehler im Standardbereich, den wir angesprochen haben. Wir müssen unser Spiel nicht über 10, 15, 20, wir müssen das über 90 Minuten konzentriert durchziehen. Klar passieren Fehler im Profibereich, sonst würde auch in der Bundesliga keine Tore fallen, aber es dürfen nicht 3 hintereinander passieren. Der trainiert, seitdem ich da bin, immer als linken Innenverteidiger, weil ich ihn da auch sehe. Ich sehe ihn eher in dem Bereich, weil er beidfüßig ist, weil er groß ist, weil er sehr schnell ist. Und Martin soll da irgendwann auch, kann ich mal so sagen, mit seinem Alter die Zukunft sein in der Innenverteidigungsbereich. Herr Gary, ich denke mal, das haben Sie alle gemerkt, das ist ein Vollprofi. Das ist ein Vollprofi, dem das, denke ich mal, auch am meisten geärgert hat, dass er im Sommer noch nicht so zurechtkam. Der hat dafür gearbeitet, der hat dafür richtig Gasse gegeben, um das auch auszumerzen. Ihn hat es, glaube ich, am meisten gestört, dass er nicht gleich so zurechtkam.
Er war ja auch noch nicht so fit. Und er war auch mein erster Ansprechpartner, als ich hier die Profis übernommen habe, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, dass er eben diese Einstellung hat und dass er eben für mich eben auch einer ist, der die alle mitreißt. Und deswegen, ich hoffe, dass er diese Qualität, die er jetzt hat, er hat sich da ja auch festgebissen, dass er die noch jetzt sehr lange aufrechterhält. Ich sehe ihn jetzt dort, ganz klar, weil da haben wir jetzt eine Baustelle auf eine Art so ein bisschen weg. Er macht das da richtig gut und er schaltet sich nach vorne ein. Er weiß aber auch, wann er es zu machen hat. Er setzt Akzente, er reißt mit. Er ist immer unangenehm als Gegenspieler. Deswegen hat man ja auch gesehen, dass manche dann auch die Seite wechseln. Also und die anderen können sich an ihm hochziehen. Und deswegen ist er für uns unheimlich wichtig. Rodri ist zwar noch nicht 100% fit, aber deswegen sage ich auch positionsbedingt, der wird dabei sein.